Hallo, ich bin Nora, 35 Jahre alt und ehemalige Vaginismus-Betroffene. Ich konnte den Vaginismus mittels einer Trauma- und Beckenbodenphysiotherapie, sehr viel Mindset-Arbeit und Selbstdisziplin in wenigen Monaten heilen. Wenn sich deine Vagina wie eine Mauer verhält, wenn etwas eingeführt werden sollte, dann handelt es sich meistens um Vaginismus. Und dabei hilft das Vaginaltraining. Vaginaltraining bedeutet nichts anderes, als du lernst, etwas in deine Vagina einzuführen, ohne Schmerzen zu verspüren, ohne zu verkrampfen, angstfrei. Und genau um das geht es heute. Heute geht es um die Dilatoren von MedIntim. Ich spreche von diesen farbigen, penisähnlichen Stäben oder Stiften, wie man auch sagt. Und die kommen bei MedIntim in einem Dreier- oder Fünfer-Set. Und die sind aus medizinischem Silikon. Bei MedIntim wird auch direkt das wasserbasierte Gleitmittel mitgeliefert, was sehr, sehr gut ist, weil bitte verwende nur wasserbasiertes Gleitmittel, ansonsten beschädigst du die Oberfläche von deinen Dilatoren. Für Lichensklerosus-Betroffene gibt es zwei weitere Größen. Das ist einmal den LS5 und dann gibt es noch die Nummer 6. Die sind ehrlich gesagt, oder die dienen dazu, den Vaginaleingang zu dehnen. Diese zwei Größen können natürlich auch von Vaginismus-Betroffenen verwendet werden, quasi als Zusatzgröße. Falls du und deine Vagina sich noch nicht so gut kennen, empfehle ich dir, dass du zuerst mit einem Spiegel beginnst. Also du nimmst einen Spiegel zur Hand und schaust mal, wo ist deine Vagina und wo sollte dieser Dehnungsstift eingeführt werden. Schau mal genau, wo quasi die Position ist, wo der Dehnungsstift eingeführt wird. Dann nimmst du ein paar tiefe Atemzüge. Beim Einatmen öffnest du die Vagina und beim Ausatmen ziehst du sie wieder zusammen. Solltest du den Spiegel immer noch in der Hand haben, kannst du beim Ein- und Ausatmen diese Bewegung sehen. Also du siehst, wie der Beckenboden sich entspannt und anspannt. Und wenn es dir noch leichter fällt, kannst du auch deine Hand oder die Finger über quasi deine Vulva legen und auch dann spürst du, wie sich der Beckenboden an- und entspannt. Achte darauf, dass dir immer warm ist. Vor allem, ich habe für mich herausgefunden, wenn meine Füße warm sind, dann habe ich generell, fällt es mir einfacher, mich zu entspannen. Wie funktioniert nun das Vaginaltraining? Du beginnst mit dem kleinsten Dilator. Der hat etwa die Größe von einem kleinen Finger und beginne am Anfang, also eigentlich immer, beginne immer damit, dass du richtig ausreichend Gleitmittel auf die Oberfläche streichst und dann beginnst du einfach mal damit, die Spitze des Dilators einzuführen. Und wenn das gut funktioniert, dann schiebst du den Dilator noch weiter rein, bis du ihn vielleicht ganz mit deiner Vagina aufnehmen kannst. Lass den Dilator einfach mal 2-3 Minuten in deiner Vagina liegen, quasi. Und was ich jeweils mache, ich bewege ihn dann so ein bisschen hin und her, damit das Gleitmittel und die Vagina einfach feucht bleiben, nicht dass das einhärtet. Wenn es sich angenehm anfühlt, dann bewegst du den Dilator 8-mal rein und raus. Mach das wirklich achtsam, mach das ganz langsam und ruhig. Wenn es nicht 8-mal geht, dann machst du es nur 5-mal, was sich für dich gut anfühlt. Wichtig, es soll dir dabei nie wehtun, weil du programmierst gerade dein Hirn um. Du sagst quasi dem Hirn, hey, ich führe etwas in die Vagina ein und es
Schmerz nicht. Solltest du trotzdem mal Schmerzen verspüren, das gibt es sogar bei mir heute noch, Tage, wo ich irgendwie, ja, wo es einfach nicht klappt, dann beende das Vaginaltraining und sei einfach lieb mit dir und schenk dir aufbauende Gedanken. Ich wiederhole die Serie mit dem Penetrieren etwa 5-mal und oder einfach so oft, wie es sich angenehm anfühlt. Und das ganze Training dauert wahrscheinlich etwa 20 Minuten. Danach ziehe ich den Dilator wieder raus, reinige ihn wieder gründlich mit warmem Wasser und einer milden Seife. Die Vagivel Dehnungsstifte werden mit so einem Aufbewahrungsbeutel geliefert, was super praktisch ist, weil so kannst du deine Dilatoren immer sauber aufbewahren. Ich trainiere normalerweise 3-mal in der Woche und ich habe mir dafür fixe Abende eingeplant, sodass ich quasi nie oder nur selten das Training auslassen oder verschieben muss. Weil beim Vaginaltraining ist es wirklich wichtig, dass man es regelmäßig macht und dem Hirn immer wieder sagt, ich kann etwas einführen und es tut mir nicht weh dabei. Beim nächsten Vaginaltraining, also wenn du jetzt heute mit dem Kleinsten trainiert hast und beim nächsten Mal trainierst du wieder mit der gleichen Größe, wie du beim letzten Mal aufgehört hast. Und du wechselst erst zur nächstgrößeren Größe, wenn das Einführen absolut einfach und ohne Widerstand funktioniert hat. Das dauert vielleicht mehrere Tage, Wochen, Monate und das ist absolut okay so. Es kann auch sein, dass du während dem Vaginaltraining quasi eine Stagnation erfährst und dir denkst, das ergibt doch alles gar keinen Sinn und du könntest eigentlich die Zeit viel besser einsetzen, dann sei wirklich achtsam zu dir und schenke deinem Körper die Zeit, die er wohl braucht. Und mach dann einfach mal eine Pause, sag dir vielleicht, ich mache mal eine Woche Pause und dann beginne ich wieder damit und beginn wirklich erst wieder damit, wenn du dich bereit fühlst. Und dann beginnst du einfach wieder mit der kleineren Größe und überfordere nie dein Hirn, die Verbindung zwischen Hirn und Vagina. Ich habe das Vaginaltraining vom kleinsten zum größten Dilator offiziell während 8 Monaten durchgeführt und habe aber bisher nicht damit aufgehört. Gerade wenn du nicht regelmäßigen Geschlechtsverkehr hast und quasi weiter üben kannst, ist es sinnvoll, die positive Verbindung zwischen Hirn und Vagina aufrechtzuerhalten.